We are expression heute über das Thema Mehrsprachigkeit. Mehrsprachigkeit bedeutet, die Menschen sprechen viele Sprachen. Okay? Also, aber viele Menschen wollen nur Englisch lernen. Sie sagen, dass Englisch ist genug. Warum sprechen wir so viele Sprachen? Warum muss man so viele Sprachen lernen? Nur eine Sprache doch reicht. Die Menschen haben unterschiedliche Meinungen über die Sprachen. Es gibt tausende Sprachen in der ganzen Welt. So viele Sprachen gibt es da, weil unterschiedliche Kulturen, in unterschiedlichen Kulturen gibt es unterschiedliche Sprachen. Es gibt so viele Länder. Und wir in Indien haben auch so viele Sprachen, in Süd-Indien, im Nord-Indien, West-Indien, und wir genießen das. Wir haben jetzt kein Problem mehr. Früher haben einige Menschen auch dagegen gesagt. Und einfach geht es weiter. Aber in Europa gibt es auch viele Sprachen. Es gibt Französisch, Spanisch, Deutsch, viele andere Sprachen. Aber trotzdem, Englisch hat Macht. Das ist auch die Realität. Dominanz. Englisch hat Dominanz. Aber warum? Man sagt, warum und wann begann diese Dominanz? In Europa war die Situation früher nicht so eigentlich. Da, bevor Englisch, gab es auch Griechisch regiert eigentlich. In Europa für tausende Jahren gab es andere Sprachen. Es gab Frankreich, also Französisch. Für einige hunderte Jahren Französisch war die Lingua Franca von Europa. Da gab es auch Griechisch oder Greek Kultur und die Sprachen. Aber seit Kolonialzeit Englisch Sprache bekam die Macht, und diese Sprache verbreitete sich auf der ganzen Welt aus. Und in Indien, als wir Unabhängigkeit bekamen von britischen Empire, dann unsere Amtssprache wurde auch als Englisch gewählt. Ich weiß nicht warum, aber vielleicht diese Politiker haben damals so erkannt, sie haben das so genommen, dass wir brauchen, das ist die Notwendigkeit. Sie haben gedacht, dass Englisch ist die Sprache für die Zukunft. Unsere Nation war neu, also sie haben gesagt, das hat noch nicht entwickelt. Also für die Welt, die Indien sollte auch mit der Welt Hand in Hand gehen, und Englisch Sprache könnte dabei helfen. Sie haben vielleicht so gedacht, und das war auch die Wahrheit vielleicht. Man könnte sagen, wir haben vielleicht auch von Englisch viel benefitiert. Aber dann die Menschen sagen, nein, das ist kein Symbol von Entwicklung, weil in Deutschland spricht man Deutsch. In Frankreich spricht man Französisch. Aber trotzdem, sie sind auch entwickelte Länder. Das heißt, vielleicht Sprache spielt nicht so große Rolle in Entwicklung. Also, wir sprechen darüber heute. Brauchen wir so viele Sprachen oder nur eine Sprache reicht? Was denken Sie? Was denken Sie? Will jemand darüber sprechen? Weil, wir haben Englisch angenommen, ja? Nicht komplett, aber dann das wurde als Amtssprache von Indien angenommen, nach Unabhängigkeit von britischen Empire. Und
In folk edition, lernen wir heute vielleicht in allen Schulen. Wir lernen Englisch. Und nicht nur wir lernen, Englisch wurde jetzt wie ein Pflichtfach. Wir denken, dass wenn in der Schule man Englisch nicht lernt, dann wäre das vielleicht nachteilhaft. Das ist das Gefühl heute. Allgemein. In allen Schulen. Man lernt schon oder einige sind auf dem Weg. Sie wollen Englisch unterrichten. Sie denken, dass unsere Schüler sollten davon benefitieren. Die Sprache ist der Zukunft. Man kann also sehr schnell auf dem Laufenden stehen in der globalen Welt. Einfach vielleicht seine Position sichern oder einfach einen Job bekommen. Deshalb ist diese Sprache sehr, sehr wichtig. Das ist eigentlich allgemein Gedanken von Menschen. Aber ist das die Wahrheit? Was denken Sie? Also, heute sind viele Menschen nicht gekommen. Heute, ich weiß nicht warum, aber dann trotzdem, wir können unsere Meinungen sagen. Ja, hallo Kiran. Ja, Entschuldigung, etwas Verspätung. Und das ist meine erste Gespräch oder erste Treffen. Danke für Barkeli. Bitte schon. Eingeladen. Dann bevor Sie damit beginnen, könnten Sie bitte kurz sich vorstellen, damit wir also kennen einander, ja? Bitte. Ja, gerne. Ich bin Kiran Telukundan. Ich bin momentan hier in Belgien. Ich habe in Deutschland gewohnt, letztes 10 Jahre. Und ich habe studiert auch beim Professor Mutti Sir zwischen 2005. Und da habe ich Deutsch gelernt erstmals. Und ja, das ist meine Vorstellung. Aber ich kann noch mehr sagen, wenn jemand wollte etwas wissen. Gerne. Natürlich. Kiran, waren Sie auch in Kiel? Nee, ich war nicht in Kiel, Kiel nicht. Ich habe nicht gekommen. Okay. Eigentlich, ich habe vielleicht irgendwann in Facebook gesehen, Kiran in Kiel oder sowas. Okay. Ja. Genau, ich kenne Kiel, Checkrauten oder Kiel, ich kenne ihn auch, aber ich habe nicht gekommen zum Kiel. Ja. Alles klar, okay. Also, ja. Heute sprechen wir über das Thema Mehrsprachigkeit oder Englisch für alle. Was denken Sie? Sie waren doch in Europa auch, das ist ja schon. Was denken Sie? Ja. Ich wollte erstmal die Kontext erfahren, aber ist das wegen dieser National Education Policy, ist das die Grund dieser Thema? Oder? Nein, eigentlich, also das auch, man kann sagen, aber auch wir können allgemein darüber sprechen. Okay, alles klar. Allgemein, meine Meinung ist immer besser mit der Mehrsprache als eine Sprache. Das entwickelt man die Kopf etwas Kopf wird auch etwas besser als Gesundheit, ich auch würde sagen, das ist besser. Und dann auch man lernt mehrere Kultur oder mehrere Wissenheit oder mehrere Leute, das kann man machen wegen wenn man lernt mehrere Sprachen. Zum Beispiel jetzt lerne ich gerade Deutsch. Deutsch ist etwas mehr auch wie ähnlich wie Deutsch, aber nicht ganz. Das ist so 60% so ähnlich, so würde ich sagen. Aber so, es ist immer besser zum Lernen mehr Sprachen. Und dann auch, was wir haben, ein Gefühl, dass Englisch ist wichtig, dass wir müssen lernen, das ist auch etwas, wir müssen verlieren das. Das ist auch gut, weil wenn wir sind Jungen, dann ist es besser zu lernen in unserer Sprache als Vergleich mit einer sozusagen einer anderen Sprache, egal ob das Englisch auch, manchmal wir denken Englisch auch indische Sprache. Ist klar, jetzt Englisch ist auch eine indische Sprache jetzt. Aber trotzdem, zu Hause meistens sprechen wir nicht Englisch. Und das heißt, wenn ein Kind geboren, meistens wir sprechen alle anderen Sprachen. Und für Kinder, es ist besser, wenn man versteht,
kan erfahren auch, und das ist eigentlich meine Erfahrung, selber Erfahrung. Ich habe auch, wenn ich habe in Kindheit, ich habe auch in einer Schule, wo im Englisch im Medium gelernt, aber glücklich, dass bis zum 5. Klasse oder so, das ist eine sozusagen eine halbe private und halbe Public so, Schule. Und damals, das war, die haben meistens gesprochen, auch meine Muttersprache Telugu, die haben gesprochen, das war etwas besser für mich. Aber, und nach dem 5 Jahre im Studium, ich habe nach anderer Schule gegangen, da, das war alles auf Englisch, das war ganz schwer für mich. Am Anfang, ich glaube, besser mit Muttersprache oder anderen Sprachen. Also man lernt. Ich kann beide Sprachen gelernt. Das war gut. Und damals für mich, ich habe gedacht, dass zu lernen eine andere Sprache ist so schwer. Aber jetzt, ich kann jetzt für 3, 4, 5 Sprachen sprechen. Das ist sehr gut. So, deswegen sage ich, dass mehr Sprache ist besser als eine Sprache. Das ist meine Meinung. Okay, und so welche Sprache, Sprachen sprechen Sie noch? Hindi, Englisch, Telugu, Deutsch, etwas Dutch, ich lerne auch etwas Sanskrit auch jetzt gerade. Aha, sehr interessant, das ist wirklich, ja, sehr, sehr interessant. Ich bin auch ja eigentlich Student von Professor JVD Murthy, ich war auch in Hyderabad. Und dann habe mein Advanced Diplom an Usmania Universität abgeschlossen. Ja. Ja. Ich habe nicht abgeschlossen, ich habe angefangen, Advanced Diplom, aber konnte ich nicht. Ich habe weggefahren von Hyderabad, deswegen ja. Genau. Okay, also Sie haben gesagt, dass Sie sprechen diese Sprachen jetzt 5 Sprachen. Und haben diese Sprache Sie Ihnen geholfen? Und wenn ja, wie haben die Sprache geholfen? Bestimmt die Sprachen geholfen. Also wenn ich sage, zum Beispiel mit dem Deutsch, wegen Deutsch, ich bin noch nicht so gut wie im Schreiben, aber es geht schon, Verständnis im Sprechen ist okay für mich jetzt, aber mit Schreiben ist es noch, aber trotzdem ist es in Ordnung. Man lernt, wenn man wollte, das ist eigentlich Sprachen wir lernen, wenn wir brauchen, also sonst wir lernen nicht. Das ist meine Meinung, glaube ich. Aber also mit dem Deutsch, das war gut, dass zum Stelle finden ist auch gut, weil wenn man lernt Deutsch, dann ist es etwas besser auch. So zum mit Leuten sprechen und auch man braucht man nicht Hilfe jeder Seite. Und dann auch in Indien, also wenn wir haben mehrere Sprachen, das ist gut, weil mit Telugu vielleicht, wenn ich gehe Nordindien, dann brauche ich etwas andere Sprache, auch Englisch oder Hindi, das ist auch gut. Genau, wenn wir dann bewegen in Welt, mehr besser als mit einer Sprache. Alles klar. Also natürlich, Sie haben recht, die Sprache, mit Sprachen dann kennen wir auch andere Menschen, andere Kulturen. Und Sie haben am Anfang gesagt, dass wenn man also Multikulti versteht, Multikulti also ist, dann ist das auch gesundheitlich gut. So haben Sie auch gesagt. Dass, genau, ja. Wenn wir haben mehrere Sprachen, das heißt, wir haben immer etwas zu tun. Das heißt zum Beispiel, also ich kann Movies schauen, nicht nur in einer Sprache, sondern mehrere Sprachen. Das heißt, wir können niemals langweilig sein zu schauen gleiche Movies. Wir können Sprache wechseln und dann haben wir nochmal ganz in anderen Welt noch mehr viel zu tun. Aha, diese Weise, okay, hilft das. Man kann immer mit etwas also beschäftigen und dann genau. No kreative Menschen sind nicht nur in einer Sprache, also überall. Yeah. Und wenn man diese andere Sprache lernt, dann hat man Zugang zu diesen Menschen, Access, ja? Und dann kann man ja auch dann über andere Kulturen sprechen und die andere Menschen sehen diesen Menschen als
creative mention oder interessante mention, weil man mit Sprache diese andere Menschen lernt und dann neue andere Ideen hat. Und dann, wenn man darüber spricht, dann finden die Menschen ja anders. Sie denken, dieser Mensch ist ja doch interessant und hat viele Kenntnisse. Das ist ja automatisch damit verbunden. Sie haben Rest, ja. Richtig. Oh, normalerweise gibt es so viele Menschen hier, aber ich weiß nicht, warum heute nur einige. Aber schon okay. Wenn andere sprechen, dann können ja gerne mitmachen. Ja, Freunde, haben Sie welche Fragen? Wenn Sie nicht viele Fragen haben, dann stelle ich ja weitere Fragen an Kiran. Okay. Ja, Kiran, ich habe auch eigentlich das gehört, wenn man viele Sprachen lernt, dann bleibt man auch jung. Und das ist auch mit Gedächtnis zu tun, das ist auch mit Gehirn zu tun. Man kann sich jung halten. Deshalb ist es gut für Gesundheit. Genau, richtig. So hast du Rest. Okay, sehr gut. Jetzt haben wir auch Suminder bei uns. Okay. Hallo Suminder. Wie geht's? Hallo. Gut. Und also ich spreche nach 2 Minuten. Ist das okay? Ja, kein Problem. Das ist alles okay. Genau. Ja, Frau Sharma ist auch da. Hallo, Frau Sharma. Alles klar. Okay. Bis dann können wir weitermachen. Kein Problem. Im Westen, besonders in Europa. Hallo. Ja, Frau Sharma, hallo. Ja, würden Sie über das Thema sprechen? Ja, bitte. Ich kenne nicht, worüber sprechen. Wir sprechen heute über das Thema. Dieses Wissen? Ja, also Mehrsprachigkeit. Sollte. Also man viele Sprachen sprechen oder Mehrsprachigkeit. Brauchen wir viele Sprachen in der Welt oder Englisch reicht schon? Warum brauchen wir viele Sprachen? Okay. Ja. Das spreche ich noch ein bisschen weiter. Ja. Okay, ein bisschen später wollen Sie sprechen. Ja. Ja, kein Problem, das ist schon okay. Also ich mache dann weiter ein bisschen. In Europa gibt es so viele Länder, vielleicht 50 oder mehr, und sie haben ihre eigenen Sprachen. Englisch ist nur Sprache von England oder heutzutage, ja, das ist internationale Sprache. Und viele Menschen, junge, lernen das ja gerne, lieber, kann man sagen. Aber Sprache und Entwicklung hat vielleicht nichts zu tun. Das kann auch direkt das zu tun haben, aber Deutschland zum Beispiel, da spricht man nicht Englisch, da spricht man Deutsch. Aber Deutschland ist 4. größte Wirtschaft der Welt. Es gibt so viele Innovationen, Forschungen, so viele Patente in der Welt. Also was ist eigentlich Grund? Kiran, du warst da. Kannst du ein bisschen darüber auch sprechen, bitte? Also, ja. Spielt Sprache auch eine Rolle hier? Nochmal bitte? Also spielt Sprache auch eine Rolle hier, dass Deutschland, Frankreich, sie sind entwickelte Nationen der Welt? Ich glaube bestimmt, die Sprache spielt auch eine Rolle. Das ist eigentlich, also wie gesagt, also ich sehe, das ist auch gut in neuer Education Policy auch, dass sie haben gesehen, dass die Sprache spielt eine Rolle für kognitive Entwicklung von Kindern. Das ist sehr gut, wenn wir sehen, also wir verloren unsere Creativity, also wenn wir lernen in andere Sprachen, wenn wir sind Kinder. Also wenn als Kinder wir müssen lernen als in unserer Sprache, dann können wir mehr Fragen stellen. Weil wenn wir lernen in andere Sprachen in Kinderheit, was passiert ist, meistens wir fragen lieber Englisch als mehr als
die Thema. Zum Beispiel in der Schule, in der ersten Klasse gibt es ein Thema Wasser. Denn die Kinder meistens denken über Englisch, was ist Wasser? Denn die Lehrer oder Lehrerin spricht über Wasser. Ich versuche zu denken über den Wörter auf Englisch, nicht den Thema Wasser. Eigentlich, ihr müsst denken über Thema Wasser, nicht die Wörter, was die Lehrer oder Lehrerin spricht. Und das heißt, versucht zu lernen diese neuen Wörter. Aber wenn er weiß schon, was sind die Wörter, dann er denkt über das Thema mehr als den Sprache. Das heißt, die Kreativität kommt in Kindheit, das ist besser, dass wir müssen lernen in unserer Muttersprache oder die Sprache, was wir sprechen meistens in Nachbar mit allen anderen Leuten. Und das ist ein großes Thema, glaube ich, so Kreativität zu haben. Das heißt, wir fragen immer, wenn wir etwas lernen, dann wir fragen immer. Das Fragen ist immer wichtig zum Creativity, diese Patent, Research, für alle diese Sachen, das Fragen ist immer wichtig. Warum wir machen das? Was brauchen wir das? Warum brauchen wir das? Das diese Warum ist immer wichtig. Und das kommt nur, wenn man lernt in Muttersprache oder so. Aber das heißt nicht, dass wenn man entwickelt, bis zum Beispiel nach dem 5. oder 8. Klasse, ist es besser, die Kopf ist besser entwickelt. Und das heißt, kann man auch noch mehrere Sprachen nehmen. Und jetzt eigentlich, die Kinder sind sehr besser als zum Beispiel die Generation, 20 Jahre vor Generation. Die sind noch besser, das heißt, gleichzeitig, die können lernen mehrere Sprachen auch. Das eigentlich, wir können nicht generalisieren, dass alle sind gleich. Wenn jemand wollte lernen mehr Sprachen, dann die müssen lernen. Wenn jemand wollte nicht Sprachen lernen, sondern Wissenschaft lernen, dann die können einfach Wissenschaft lernen. Aber erstmal Muttersprache, Wissenschaft in Muttersprache lernen und danach weitere Sprachen lernen. Das ist besser so. Also für Creativity und dann zu dieser Forschung immer besser. Das ist meine Meinung. Und dann in Deutschland, warum das ist so? Ich glaube, in Deutschland ist nur eine Sprache. Das heißt, sozusagen, es ist eine Kultur. Und zum Beispiel, wenn eine Regel kommt, so etwas zu folgen, das ist etwas einfacher. In Indien zum Beispiel, wenn wir vergleichen, wir haben mehr Sprachen, wir sind ganz diversität, also wir sind Mischung von Multikulturen, Multisprachen. Und das heißt, wenn etwas Regel kommt oder etwas zu folgen, das ist nicht so einfach. Das ist ein Grund, was ich denke. Aber das heißt nicht, dass das ist ein Nachteil, sondern trotzdem, das ist Vorteil, weil wir sind sehr tolerant im Vergleich mit anderen Ländern, glaube ich. Klar, jetzt, da gibt es keine Kämpfe in Deutschland, aber die hatten sehr, sehr viele Kämpfe in der Vergangenheit, Vergleich Indien. So, Second World War ist in Deutschland. So meine ich, also, Forschung hat Grund wegen Kreativität und Kreativität ist mehr, wenn man lernt die Muttersprache im Anfang. Das ist meine Meinung. Genau. Und Sie haben recht, die Kinder am Anfang, also zum Beispiel 1. Klasse, 5. Klasse, also am Anfang, Hauptsache ist, dass sie Interesse wecken. Sie sollten und sie wollen eigentlich immer mehr und mehr lernen, wenn sie Basis verstehen. Und sie sind noch jung. Sie kennen zum Beispiel, sie können Englisch nicht und sie werden Englisch unterrichtet. Und sie müssen alles auf Englisch fragen oder sowas. Dann verstehen sie die Basis nicht. Sie haben recht. Und wenn man die Basis nicht versteht, dann verliert man Interesse. Dann ist man nicht dann mehr motiviert. Man muss ja trotzdem weitermachen, aber dann kommt das nicht dann natürlich. Automatisch lernt man nicht. Und diese fremde Sprachen sollte man ja lernen, aber dann vielleicht, wenn Basis gut ist, nur dann könnten sie vielleicht besser helfen. Viele sagen, dass vielleicht in der Kindheit könnte man viele Sprachen lernen,
Aber das könnte auch wissenschaftlich wahr sein, aber meine Erfahrung war ja anders. Also die Studenten, am Anfang haben die Kiran gesagt, dass man lernt eine Sprache, also besonders eine fremde Sprache, wenn man das braucht. Diese Kinder brauchen vielleicht diese fremde Sprachen am Anfang nicht. Deshalb sie sind nicht so interessiert dafür. Ja, Frau Sharma, Sie sind da jetzt. Oder Shuminder, bitte. Ja, jetzt ja, wir sprechen über die Fremdsprache, die verschiedenen Sprachen, die man das lernt, bis welches Alter, ja, muss man das. Ich habe andere Meinungen, ein bisschen andere Meinung. Wenn ein Kind in Schule geht, zum Beispiel im Nursery Class und dies von Schulsystem, wie als von Schulsystem, muss nicht ein er muss das von dieser Fremdsprache, zum Beispiel Englisch, muss nicht lernen. Das braucht deswegen diese Brüder, dass er fühlt sich einfach und die Muttersprache wegen der Muttersprache oder durch Muttersprache. Er kann seine Gedanken oder die Probleme besser erklären zu die Lehrerin oder Lehrer. Und das ist für das gibt meiner Meinung nach das hilfreich. Und von nicht diese Sprache viel gelernt und meine Kinder nicht auch. Aber das ist ein großer Nachteil, weil das ist in unserer Muttersprache. Und die Muttersprache lernen. Und dann, wenn die wenn brauchen, dann können sie für die Fremdsprache gehen. Und das ist wie ein Hobby genommen. Und ja, sie können. Später lernen, haben wir es zuerst, die Muttersprache kommt zuerst. Ja.
ओके फिर लिवन डाउन सुमिंदा क्यों नहीं ये छोरन होइटा रेगनेट आइगेंटलिस एस जो स्टार्क इन जयपुर और दिस हाल दस कान चोंटे फ्लैश आउट ग्रुंड जाइन और यूबराल फ्लैश इन इंडियन या वी क्यों नहीं जी गुड छोरन at Farung Garden, also wie wir vorhin schon gesagt haben, dass bei ihm war das so schwer einfach alle diese Konzepte oder Begriffe auf Englisch zu verstehen, aber bei uns war es so, dass, und ich bin auch dieser Meinung, dass man soll seit der Kindheit versuchen, also die mindestens drei Sprachen zu beherrschen. Die erste, die wir zu Hause sprechen, die auch man sagt, also die Muttersprache, und das zweite ist Hindi, die wir einfach in unserer Gesellschaft verwenden, mit unseren Freunden zu kommunizieren. Und dann Englisch, was wir also ein bisschen zu Hause und mehr in der Schule verwenden. Ne? So, die sind die Sachen, die wir einfach beherrschen sollten. Und dann, also das hängt, es gibt viele Hintergrundstörungen. Können Sie bitte stumm schalten, wenn es möglich wäre? Hallo? Ja, und weiter, also wollte ich sagen, dass, dass wenn, das hängt davon ab, dass wann man hat angefangen, diese Sprachen zu lernen. Also wenn man seit der Kindheit fängt, dann hat man nicht so viele Probleme, dann versteht man alles. Und bei den Deutschen ist es so, dass wir können sagen, dass sie haben eine Sprache, trotzdem haben sie sich sehr entwickelt. Aber wenn wir den Hintergrund verstehen, also eine von Ihnen heute gesagt, dass sie haben viel im Vergleich zu uns gelitten, aber diese Probleme waren selbst von den Deutschen verursacht. Also niemand hat diese Probleme für sie. Können Sie bitte umstarten? Es ist ja? Kann ich nicht. Ja, vielleicht ist es Hintergrundstörung. Ich glaube, ich helfe anderen. Okay. Ja. Jetzt vielleicht. Danke schön. Bitte. Ja, danke schön. Jetzt ist es besser. Okay. Und ich denke, dass die Sachen, die von den Deutschen selbst verursacht, und sie waren selber die Täter. Und das sollten wir auch in Acht nehmen, dass die Verursacher der Zweiten Weltkrieg war nur diese sozusagen sehr leidenschaftliche Gefühle für eigene und für den anderen, sie haben einfach als Feinde gesehen. Deswegen ist dieser Antisemitismus so viel in Deutschland so sichtbar war damals. Und ich deswegen denke ich, dass man soll versuchen, einfach nicht nur eigene Sprache zu lernen und respektieren, sondern auch den anderen Sprache. Und wenn man seit der Kindheit das alles macht, dann ist man nicht sozusagen, dann versteht alle diese Sachen, diese interkulturellen Sachen, und dadurch also führt zu besser Verständnis in der Zukunft. Und wenn wir in den heutigen Welt sehen, dann leben wir einfach in der globalisierten Welt, wo Lingua Franca oder Englisch einfach überall gesprochen ist. Ohne Englisch also können wir nicht überleben. Also wir sollten das verstehen, also Englisch ist eine Sprache, die wir lernen sollen oder müssen, damit wir uns mit den Fremden überall von der Welt kommunizieren können. Das ist nur eigene Vorteile. Und wenn man nicht über diese Sprache das Kenntnis verfügt, dann
haben wir das vielmal vielleicht realisiert, dass so schwer ist es. Es ist egal, was den anderen denken, aber von unserer Perspektive ist es so, dass wenn wir nicht diese Sprache lernen, dann vielleicht ist es sehr schwer, mit den anderen zu kommunizieren. Besonders also Fremden. Und unsere Sprache sollten wir lernen, um unsere eigene Kultur zu bewahren. Und um unsere historische Hintergrund zu verstehen, dass wozu und warum brauchen wir. So das, also ich bin ganz, ganz für die Mehrsprachigkeit mit gleich Englisch. Also diese alle Sprachen gehen Hand in Hand, Hindi, Muttersprache und Englisch. Und wenn man schon in 4. oder 5. Klasse ist, nach meiner Meinung ist es wichtig, dass die Kinder sollen einfach anfangen mit der Fremdsprache. Also das ist so, dass das, was diese Ausspracheprobleme, die wir vielleicht haben, als wir jugendlich geworden sind, wenn man die Fremdsprachen seit der Kindheit lernt, dann hat man dieses Problem nicht, weil sowas einfach in das Gehirn geschüpft ist und verwendet man das. So deswegen, also ich bin für die Mehrsprachigkeit und so besonders. Und das hängt von den Interessen ab. Und wenn man alle diese Sprachen beherrscht hat, dann hat man also nicht nur die Chance, ihren eigenen Beruf im Bereich der Sprachen zu führen, sondern auch anderen Bereichen, also Naturwissenschaft, Mathematik und so weiter. Aber am Ende des Tages, das ist eigenen Willen und wie das Kind eigentlich beigebracht ist. Nicht nur beigebracht, auch der Gesellschaft spielt eine große Rolle. So, bei mir ist es so, dass ich kann sehr gut 4 Sprachen und ich bin sehr stolz darauf und will ich auch gerne in der Zukunft Spanisch lernen. Sehr gut, Suminder. Also, was ich verstanden habe, also Sie sagen, wir brauchen Englisch. Also, das bedeutet vielleicht, Sie wollen sagen, nicht Englisch, aber wir brauchen eine Sprache, die in der ganzen Welt verstanden wird. Egal Englisch oder Französisch oder etwas. Weil Sie sagen, wir brauchen Englisch, weil Sie haben vielleicht das Gefühl, dass Englisch so weit verbreitet ist. Fast alle verstehen das oder fast in der ganzen Welt das schon verstanden wird. Weil für internationale Geschäft zu führen, brauchen wir Dollar. Okay, nicht Pound. Also warum Dollar? Damit die alle Nationen das akzeptieren und die gerne in Dollar auch Geschäft führen können. Wenn man sagt, dass nein, ich will Geschäft nur mit Rupien machen, dann vielleicht viele Nationen akzeptieren das nicht. Also wir brauchen eine Sprache, das heißt, wir brauchen eine Währung, damit die Welt also das akzeptiert. Wo meinten Sie das eigentlich, oder? Okay, ja, also wir brauchen ein Kernpunkt, also wo die alle also kommen wollen oder alle das akzeptieren wollen, ansonsten geht das nicht. Ansonsten vielleicht akzeptieren andere nicht. Deshalb sagen Sie, meiner Meinung nach, dass wir Englisch brauchen. Und wenn man so sagt, dass wir Englisch brauchen, das indirekt sagt man, dass wir Dollar brauchen. Und wenn wir Englisch für die Welt brauchen, dann indirekt sagen Sie auch, dass wir für Indien Hindi brauchen. Indirekt sagen Sie das Gleiche, weil die meisten Menschen, also nicht meisten, aber dann mehr als 50% sprechen Hindi. Und für die ganze Nation zu verbinden, brauchen wir dann Hindi vielleicht mindestens, also mit anderen zu kommunizieren. Habe ich falsch verstanden oder Suminder, wollten Sie das sagen? Nein, also ich habe das gesagt, dass die alle Sprachen, also unser heutiges Thema ist das Mehrsprachigkeit oder nur Englisch. So ich bin der Meinung, dass wir sollten einfach mehr Sprache mit gleich also Englisch lernen.
While ohne Englisch, wir haben Recht. Also ob wir das akzeptieren oder nicht, wegen unserer patriotischen Gefühlen, aber ohne Englisch, also funktioniert das Leben nicht im Ausland, wenn wir diese Muttersprachen von den anderen nicht kennen. Sei es Europa, sei es Französisch, sei es Italienisch. Also in Deutschland haben wir Glück, dass wir diese Sprache schon kennen, also ja, kennen und wissen, Entschuldigung. Und alle diese Sprachen gehen einfach Hand in Hand. Und wenn wir über Indien sprechen, also wenn vielmals, als ich in Süd gefahren bin, also muss ich auf Englisch sprechen, weil da spricht man gar kein sozusagen Hindi. Sie haben ihre eigenen Sprachen und sie verstehen Hindi nicht, dann was können sie machen? Und auch diese Schäufer oder Fahrer, sie selber sprechen Englisch. So auf dieser Ebene, wenn sie das sagen, sehen, dass in Indien selber ist Hindi nicht als Muttersprache gesehen. Das ist eine Nationalsprache. Trotzdem also sprechen wir als Inder nicht Hindi. Oder sie kennen nicht. Auch in Maharashtra ist der gleiche Fall. So, also deswegen also sage ich, ja, Englisch ist die eine Sprache, die überall in der Welt gesprochen ist. Und also heute mindestens sehe ich, dass es man hat nicht eine bessere Zukunft in MNCs, besonders wenn man nicht diese Sprache lernt. Dann hat man Probleme. Dann, wenn man nicht Englisch kann, dann wie kann er mit den Kunden, der einfach in Ausland sitzen, kommunizieren. Google Translator hilft uns nicht in diesem Fall so weit. So, also ich bin der Meinung, dass alle Sprachen, besonders nicht alle, sondern drei Sprachen, sollten einfach von der Kindheit gelernt werden. Das ist Muttersprache, Hindi und Englisch. Genau. Und dann ist es auch nicht so schwierig, wenn diese Sprachen seit der Kindheit. Alles klar. Okay, gut. Vielen lieben Dank. Ja, das ist ja gut. Also ich habe das vielleicht extra mit Dollar verbunden. Ja, so was also für Kommunikation, für Sprachen gültig ist, für Geschäft, also Dollar ist gültig. Ja, und wir sollten, und das ist auch unsere Pflicht, dass wir unsere Sprachen, unsere regionale Sprachen, egal Malayalam, Telugu oder Udiya, alle diese Sprachen sollten wir schützen. Wenn wir diese Sprachen nicht schützen und nur bestimmt Englisch oder diese internationale Sprachen also pflegen, dann mit Sprachen geht auch dann automatisch die Kultur weg. Wenn die Kultur weg geht, dann also geht vieles eigentlich, woran wir glauben. Dass sie sind so tief miteinander verbunden, dann geht Wortschatz, dann gehen auch die Werte, andere Werte also des Lebens weg. Ja? Ja, bitte, Kiran. Ja, also ich weiß nicht, weil wir sind mit diesem Thema, mit Sprachenthema. Okay, ja. Ich wollte eigentlich etwas fragen, was ist die Meinung von allen anderen mit dieser National Education Policy, ob sollen wir eine Pflicht sein, dass jeden in jeder oder für jeder Kinder drei Sprachen muss Pflicht sein oder nicht Pflicht sein? Das ist, also ich denke, das ist schon automatisch so. Oder? Nein, jetzt momentan, das ist noch nicht Pflicht, glaube ich. Also was ich habe verstanden mit National Education Policy, das ist keine Pflicht. Und dann auch, es ist noch nicht klar, was bedeutet eine Regionalsprache oder Muttersprache. Weil die sagen, die bis zum 8. Klasse, dass wir müssen lernen in Muttersprache. Aber das ist noch nicht klar, was bedeutet Regional- und Muttersprache. Und zum Beispiel, wenn ein Officer ist umzieht von zum Beispiel von Madhya Pradesh nach Kerala, dann ist es für sein Kind, er kann nicht verstehen Malayalam. Und das heißt, das ist ein Problem, wenn alle Schüler unterrichtet in Malayalam.
es würde ein Problem sein. Ja. Und was ist denn los und was könnte Lösung sein? Ja, natürlich, das wird Problem, aber dann es gibt auch keine andere Lösung, wenn Sie diese also neue Bildungssystem akzeptieren und regionale und lokale Sprache, was ich verstanden habe, eigentlich, das haben Sie absichtlich so gesagt und das war auch eigentlich richtig. Zum Beispiel in Rajasthan, unsere regionale Sprache ist eigentlich Marwari, aber alle Rajasthanis, also meisten von Ihnen sprechen zu Hause nur Marwari, okay? Aber wir schreiben das nicht. In Marwari schreiben wir nicht. Nie. Das ist nur ein Dialekt, kann man sagen, aber das ist doch eine Sprache. Da wurde schon viel geschrieben. Aber das ist nicht eigentlich so offiziell hier. In diesem Fall, wir akzeptieren, regionale Sprache bedeutet Hindi. Automatisch. Sie haben diese zwei Optionen gegeben. Das entscheidet aber dann die Regierung von Rajasthan. Natürlich, dann automatisch Hindi wird akzeptiert. Meiner Meinung nach. Also, was die meisten sprechen und akzeptieren wollen. Und Sie haben recht, das ist ja ein Problem. Sie haben noch alles nicht erklärt. Manchmal, wenn man eigentlich viel erklärt, dann finden die Menschen noch mehrere Probleme. Und dann wird das problematisch. Deshalb wird vielleicht das auch nicht so viel erklärt. Sie wollen das im Tat setzen und dann die Lösung auch gleichzeitig finden. Suminder wollte was sagen. Ja, Suminder, bitte. Also ich wollte nur das sagen, dass ich weiß nicht, ob das sollte Fleisch sein oder nicht, aber die Eltern selber sollen das verstehen, dass wenn es Fleisch geworden ist, dann ist das könnte nur der Vorteilhaft für die Kinder sein. Und das sollten den Eltern finden, also einfach verstehen. Aber wenn ich auf die andere Seite sehe, dann ist das ein bisschen problematisch für die Eltern. Ein bisschen lauter bitte, ein bisschen lauter. Suminder. Okay, ist das jetzt better? Ja. Okay, und wenn ich auf die andere Seite Münzer sehe, also dann sehe ich problematisch für die Eltern, die einfach sich nicht gut ausgebildet sind, dann ist es schwierig für sie, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. So, also die beiden Seiten haben Vorteile und ihre eigenen Nachteile, aber ich würde mal sagen, dass wenn es Pflicht wäre, dann ist es besser für unsere Zukunft. Genau. Also nicht unsere Zukunft, für die Zukunft unserer Kinder. Ja. Ja, ich bin auch in der Meinung, also es muss eine Pflicht sein und das ist besser für Kinder und das ist, ja, ich bin auch in der Meinung, aber wir müssen schauen, wie das geht bis zum nächsten Jahr oder bis das akzeptiert ist, aber erstmal, wir müssen alle diskutieren, was muss es sein, ob das Pflicht sein oder nicht, wenn, bis jetzt, ich habe in ein paar so Gespräche gesprochen und dann meistens war in Meinung, das muss eine Pflicht sein. Hoffentlich die Regierung oder diese Union-Regierung gehört uns und dann die Markenpflicht auch, dass drei Sprachen Pflicht sein und egal welche Sprache, eigentlich für mich egal, ob das Regionalsprache oder etwas anderes, aber klar, eine Regionalsprache würde das sein und noch andere zwei Sprachen kann etwas anders sein. Egal, ob das Englisch gibt oder nicht, für mich ist egal eigentlich. Weil wenn man wollte Englisch lernen, dann die lernen irgendwann, aber wenn wollte nicht, ist auch in Ordnung, weil Indien selber hat so viele Geschäfte zu tun. Das heißt, ohne Englisch auch kann man leben, das geht schon. Genau, ja. Und einige Freunde von mir wohnen in Hyderabad eigentlich. Sie kommen aus Rajasthan, aber ihre Kinder studieren dort. Und natürlich, also Telugu ist da vielleicht ein Pflicht. Dann lernen sie auch Telugu. Das wird akzeptiert. Und unsere Regierung hat schon entschieden, dass die neue Bildungspolitik also gilt ab 2022. Das heißt, sie haben auch inzwischen genug Zeit, damit wir, also Bürger, diskutieren und dann auch wenn einige Probleme gibt, darüber Gedanken machen und auch dann inzwischen Lösung finden. Ansonsten hätten sie vielleicht ja gleich damit begonnen.
Das ist gut, dass wir Zeit haben und dem gemäß planen. Ich bin nicht sicher, ob das ist von 22, aber ich glaube, es kann sein von 21 schon. Also das ist muss akzeptiert werden im Parlament und danach das würde gehen weiter. Aber ich bin nicht sicher, vielleicht das geht schon im 21, glaube ich. Könnte sein. Ich habe irgendwo in einer Zeitung gelesen. Da war das so. Ja, okay. Das ab 2022, das komplett in ganz Indien. Okay. Das ist okay. Ja, ich habe auch nur gelesen. Aber es gibt ja einige Fragen immer noch. Aber wir finden Lösung. Aber meiner Meinung nach, in ganz Indien fühlt man sich jetzt erleichtert. Wenn man so gesagt hätte, dass alle müssen Hindi lernen, dann könnte Probleme sein vielleicht. In Südindien, irgendwo in ja, aber jetzt regionale Sprachen, das heißt, alle haben jetzt, alle sind dafür, dass ja, unsere Sprache, regionale Sprache, Telugu, Tamil, dann sind alle dafür vielleicht. Alle haben also an die Sprachen gelitten, ja, Englisch oder vielleicht. Ja, ich möchte etwas interviewen. Bitte. Ja, so, nicht nur die Nationalsprache, sondern auch die regionale Sprache sind auch sehr wichtig, weil sie so reich und so gute und rein Gesichter oder Verlauf mit uns teilen, dass wir ohne Beispiel in Rajasthan, ohne Marwadi, wir können nicht leben. Ja, sie haben so viel für uns getan, diesem Marwadi Menschen. Und also, nicht nur die regionale, aber die, und für Berufsfläche brauchen wir mehr als zwei oder drei Sprachen, Kantonese auf mehr als zwei oder drei Sprachen. Das ist auch sehr notwendig. Und ja, Sprachen verbinden uns. Das, ich denke, dass Sprachen verbinden die Menschheit. Und also, in heutigen Welt brauchen wir zusätzliche Fähigkeiten. So, das könnte für uns hilfsbereit sein. Ja, das möchte ich sagen. Vielen Dank. Sehr gut. Genau, das ist ja auch logisch. Wenn die Kinder die gleiche Sprache auch zu Hause sprechen, dann können sie Frage stellen. Mutter oder Vater könnte auch dabei helfen. Englisch ist meiner Meinung nach nirgendwo in Indien Lingua Franca. Wir haben immer unsere regionale Sprachen, überall, egal wo wir wohnen. Englisch wird verstanden, aber dann alle verstehen das nicht, natürlich. Also das ist vielleicht eine gute Lösung, dass wir ein neues Bildungssystem haben. Genau. Okay, also dann wir sind der Meinung, dass wir sollten diese Fremdsprachen lernen. Ja, und wir brauchen viele Sprachen. Eine Sprache hilft nicht. Eine Sprache könnte vielleicht nicht gut sein. Was wir schon sprechen, sollte geflaggt werden. Ganz genau, also ich stimme mit dir zu. Also in der heutigen Welt, wenn die Situation so ist, dann mit der einen Sprache einfach geht das nicht. Genau. Ja, hallo dann Rajan. Ja, bitte weiter, Entschuldigung. Nein. Okay, also Rajan ist auch da. Rajan, du hast heute ja dich verspätet, aber willst du auch darüber was sagen? Vielleicht, ich habe das vergessen, dass heute auch gesprochen war. Ich war sehr beschäftigt. Es regnet hier sehr stark. Ja, ja. Also wenn, alles hier ist vielleicht ganz nass. Zu genau. Hause auch. Ja, wie also du. Viele sind auch nicht gekommen heute. Aber dann, wir haben das schon geschafft. Wir hatten Zeit und dann konnten mitmachen. Vielen lieben Dank, Freunde. Das war ja wunderbar. Rajan, willst du auch darüber sprechen? Wir haben schon eigentlich... Nein, ich, hab,
Ich weiß auch nicht, was worüber geht das Thema. Okay, dann kein Problem. Okay. Also wir haben heute über Mehrsprachigkeit gesprochen oder Englisch für alle. Kein Problem, wir treffen uns morgen wieder und dann sprechen wir über ein sehr schönes literarisches Thema, wie wir schon entschieden haben. Samstags haben wir literarisches Thema. Und Thema für morgen ist Willkommen und Abschied von Goethe. Okay, Sie haben vielleicht schon das bekommen. Wenn Sie noch nicht bekommen haben, dann können Sie auch im Internet gucken. Oder oder ich kann wieder das in der Gruppe schicken. Also ich habe schon letzte Samstag geschickt und dann vielleicht kann ich wieder schicken. Das wäre toll. Ja, vielen lieben Dank. Und Kiran, wohnst du jetzt auch in Deutschland? Ja, nicht in Deutschland, in Belgien momentan. Also, Belgien, ja. Okay. Vielen lieben Dank, dass du heute mitgemacht hast. Ich habe diese Nachricht nicht bekommen, aber ich vielleicht, ich weiß nicht, ob Bargavi oder Suminder kann schicken später für mich auch. Also, ja, gerne. Wenn du willst, dann wir haben eine Gruppe, German Speakers Club. Ja, da kann ja, ja gerne, ich würde gerne, aber ich glaube nicht, dass ich würde jeden Tag oder jedes Treffen kommen, aber ich würde versuchen, meistens wie viel zu können. Ja, gerne, wenn Sie Zeit und Lust haben, ja. Nur. Also.